die Woche der Wahrheit für den SV Frigo Ludesch. Heute beim Topspiel einen Punkt gegen Hittisau. Am Wochenende folgt bereits der Kracher beim FC Hörbrands. Lorimer Miscu, warum hat es heute nicht zum Sieg gereicht? Ich glaube, wir haben ein bisschen bei Anfang die Passrhythmus nicht gefunden. Und bis wir ins Spiel gekommen, haben wir eine Tor gemacht. Und dann haben wir vor der Pause 1-1 gelegt. Und das war auch für Moral nicht so gut. Dann zweite Halbzeit haben wir sehr gut angefangen, wieder eine Tor gemacht. Dann wieder die Ausgleich. Ich glaube, Hittisau ist eine sehr gute Mannschaft. Hat heute auch gezeigt und ich glaube, ein Punkt ist richtig für beide Mannschaften. Zwei Tore haben nicht zum Sieg gereicht, zweimal geführt. Ludesch ist so etwas wie heimstark, eine Heimmacht. 11-mal hat SV Frigo Ludesch schon nicht mehr verloren zu Hause. Warum? Was ist das Spezielle an diesem Platz? Ja, wir haben eine sehr gute offensive Mannschaft. Wir haben jedes Spiel viele Chancen und wenn wir 60-70% von unserer Chance machen, dann gewinnen wir jedes Spiel. Und heute leider haben wir nichts, nur zwei gemacht, hat nichts gereicht für unseren Sieg. Aber Meisterschaft ist noch nicht fertig da und wir haben noch Chance. Wir glauben in unsere Chance bis am Ende und wir versuchen auch in Hörbrands eine gute Fußballspieler. Und ich glaube, am Ende Meisterschaft werden wir dort, wo wir wollen. Das hast du so angesprochen, Ludesch will wieder zurück in die erste Landesklasse. 5 Clubs wollen eigentlich hinauf in ihre Leistungsstufe. Was ist der Pluspunkt vom SV Ludesch, dass sie doch am Ende vor der Saison, Mitte Juni, zurückkehren in die erste Landesklasse? Also ich glaube, unsere Erfahrung der Spieler und die Mischung mit den jungen Spielern macht uns stark. Und das glaube ich, am Ende werden wir belohnt. Hat es schon Gespräche gegeben, wie es mit dir, Lorimer Miscu, weitergeht beim SV Ludesch als Trainer? Kannst du dir das vorstellen? Ja, also so wie wir gesprochen und so wie läuft der Mannschaftsaufstieg, werde ich in Ludesch weiter meine Arbeit machen. Eine tolle Verein, eine tolle Mannschaft und ich glaube, Ludesch ist eine sehr gute Adresse für mich. Sehr guter Vorstand, wo viele erreichen will und das will ich auch. Entwickeln im Fußball und ich glaube, der Verein hat in letzter Zeit sehr gut entwickelt. Wir haben sehr viele junge Spieler in die Mannschaft integriert und ich glaube, das ist unser Ziel weiter. Mit 2-3 Erfahrungsspieler, Führungsspieler sollen wir unsere Ziele erreichen. Dann drückt Ländlikicker Vollerte dem SV Frigo Ludesch alle Daumen. Viel Glück, dass der Traum vom Aufstieg in Erfüllung geht. Alles Gute, viel Glück. Danke, danke auch. Danke.